Ja, das ist ein schneller Wechsel hier. Erstmal toll, dass ihr alle da seid. Und ihr habt ja schon mitbekommen, die Leute zum Teil, die hier raus müssen, die können zum Teil nachts nicht mehr schlafen. Das haben wir vor ungefähr 2 Wochen mal von Einzelnen gehört, die total unter Stress sind. Und das ist auch die Frage, ob sie woanders, wenn sie woanders hinziehen, also vergleichbare Mieten finden, die sie bezahlen können, oder ob sie weit abgedrängt werden. Warum machen wir denn das? Bei uns im Kiez ist es so, wir kommen aus Alt-Treptow, also ein Stück weiter vorne, Kunger-Kiez, dass es viele Leute gibt, die wir kennen, die die Mieterhöhung eventuell in Aussicht haben oder die auch schon weggezogen sind. Unser Stadtteil, in dem wir hier gemeinsam leben, das sind 11.000 Einwohner, Einwohnerinnen, das ist relativ wenig, ungefähr 8.000 Wohnungen haben wir. Und bei uns hat das angefangen, eigentlich schon vor langer Zeit, und zwar kurz nach der Wende, Umstellung der Mietverträge, sind die ersten Leute rausgeschoben worden und konnten das nicht mehr zahlen, mussten irgendwo an den Rand ziehen. Auch zum Teil sind die Arbeiten kaputt gegangen, also ihre Jobs kaputt gegangen. Einige fingen das Saufen an, einige haben sich jetzt auch noch als trinkend in dem Kiez gehalten. Die sorgen noch dafür, dass es ein bisschen andere Stimmung hat und nicht alles nur einen ganz bestimmten Flair wie im Prenzlberg. Die zweite Welle der Verdrängung war bei uns im Kiez die Sanierungen. Die Sanierungen haben natürlich auch eine Mieterhöhung gebracht, zum Beispiel Karkunger Straße 3, die Sanierung von einem ehemaligen Hausbesetzer aus den 80ern hat zur Folge gehabt, dass da jetzt nur noch 3 Leute drinne wohnen, die vorher drinne wohnten. Die haben eine Teuerung gehabt von, ich weiß, hab's vergessen, 200%. Der eine hat noch geklagt, hat es auf 100% runterdrücken können. Die dritte Welle ist sozusagen die schleichende Luxussanierung in den Wohnungen, als Aufzug bzw. Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen. Und die läuft parallel mit einem anderen Prozess, dass die ganzen letzten Brachen zugebaut werden, meistens von Baugruppen, das sind eigentumsorientierte, eigentumsorientierte Leute, die das nötige Kleingeld haben. Entweder beide verdienen ganz gut oder sie haben eine Erbschaft im Hintergrund. Das ist sozusagen der nächste Prozess, der läuft gerade und ist zum Teil schon abgeschlossen, nämlich die Umwandlung von Miete in Eigentumswohnung bzw. der Neubau von Eigentumswohnungen. Was nicht gebaut wird, sind Wohnungen, die bezahlbar sind. Und wenn es Wohnungen gibt, die bezahlbar sind wie hier, dann steht man auch noch vor dem verrückten Problem, dass sie abgerissen werden oder abgerissen werden sollen. An uns liegt es, das zu verhindern. Und ich muss mich mal kurz hier orientieren. Vielleicht kann sich auch die kleine Theatergruppe schon so langsam in ihre Startlöcher begeben. Naja, und was bei unserem Kiez halt sichtbar ist, ist auch die Veränderung, die es mit sich gebracht hat, dass das Gewerbe kaputt gegangen ist. Warum ist das Gewerbe kaputt gegangen? Das hat wieder mit der SPD zu tun. Wir haben ja hier einen Baustadtrat, der Baustadtrat Höllmer, der sozusagen genehmigt. Kammerwehr, diesen Wagen da durchlassen, der nervt. Dankeschön. Der Mensch ist ja so geeicht, er ist von der SPD, dass er also jeden Neubau bewilligt. Die SPD hat hier auch durchgesetzt, dass es dieses tolle Parkcenter gibt. Ich weiß gar nicht, wie viele das Parkcenter toll finden und wie viele es nutzen. Aber faktisch hat das zur Folge gehabt, dass bei uns im Kiez vor 5 bis 10 Jahren die Kleingewerbetreibenden kaputt gegangen sind oder sich da drinnen haben versucht anzusiedeln. Das hatte zur Folge bei uns, dass sehr viel Leerstand waren und eine Weile eben den Eindruck auch machte, der Kiez ist am Verkommen. Aber was passiert ist, die neuen Leute, die in den Kiez ziehen, sagen auch, das ist ja geil, da mache ich eine Boutique rein, da mache ich einen Bioladen. Wir haben sozusagen jetzt gerade die größte LPG, also die Bioladenkette bei uns im Kiez. So verändert sich der Kiez auch schleichend. Leute, die sich das nicht leisten können, die stehen dann vor der Nettokasse, während in der anderen Kasse man mal eben für 150 Euro bezahlt und mit Karte und mit dem Volvo wieder wegfährt, stehen die Leute beim Netto, ungefähr Luftlinie 50 Meter, suchen ihr Kleingeld zusammen für einen Quark, man könnte es heulen kriegen.
Das ist eine Realität. Eine andere Realität ist, dass es Leute gibt bei uns im Kiez, die am Essen sparen müssen, damit sie sich die Miete noch finanzieren können, weil ihnen das eigentlich so wichtig ist, dass sie im Kiez bleiben können, weil sie wollen ja gar nicht aus dem Kiez weg. Das Problem ist ja hier ein bisschen ähnlich. Hier ist es vielleicht ein bisschen anders gelagert. Die Leute wollten und wollen auch eigentlich gar nicht weg, aber werden die Pistole auf die Brust gesetzt. Und da hat relativ viel mit die SPD zu tun, die ja auch hier diese Autobahn durchpeitscht. Sozusagen die ganzen Projekte, die von der Regierung kommen, sind einfach zum Kotzen und werden eigentlich, vorher war es rot-rot, jetzt ist es rot-schwarz, eigentlich immer nur fortgesetzt und gegen unsere Interessen, also gegen die Interessen der armen Leute stark gemacht. Wir können dann gucken, wo wir bleiben, wenn wir uns nicht wehren. In dem Fall fordern wir ein Bleiberecht für alle Bewohnerinnen dieses Hauses und wir fordern, dass es bezahlbare Wohnungen im Kiez und sonst wo gibt. Und würden uns auch nicht entmutigen lassen, deshalb sind wir hier. Ich lasse die S-Bahn mal rauschen. Und glauben, dass es wichtig ist, dass wir als verschiedene Initiativen uns zusammentun müssen, auch gucken müssen, wie können wir die Häuser halten. Weil wir halten das für politisch noch längst nicht abgeschlossen, auch wenn es juristisch schon durch ist. Und wie wir mit den Bewohnern zusammenarbeiten können und die unterstützen können, auch in dem Vorhaben hier bleiben zu können. Es geht zum Teil um unsere Würde. Es geht zum Teil auch darum, dass wir wenig Geld haben und auch in diesem Kiez wohnen bleiben wollen. Und es kotzt uns einfach an, dass hier alles mit Geld aufgewogen wird, das ganze Leben. Da muss einfach erstmal Schluss mit sein. Vielen Dank. So, dann kommen wir jetzt mal so langsam zum Theaterstück. Das ist nämlich ganz anderes Kaliber.